Hamas Großangriff auf Israel. Zahlreiche Tote, Hunderte Verletzte. Schwere Erdbeben mit Toten und Verletzten in der afghanischen Provinz Herat. Regionalwahlen in Griechenland. Die Naturkatastrophen im Land bereiten den Menschen Sorgen. Parlamentswahl in Luxemburg an diesem Sonntag. Ministerpräsident Xavier Bettel kämpft um eine dritte Amtszeit. Die Zahl der Opfer nach dem überraschenden Angriff aus dem Gazastreifen auf Israel steigt immer weiter. Sowohl in Israel als auch in Gaza. Mehr als 200 Menschen sind in Israel ums Leben gekommen. Mehr als 1100 sind verletzt worden. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen spricht von mindestens 240 Toten und rund 1700 Verletzten. Israel ist am Samstagmorgen aus dem Gazastreifen mit mehreren tausend Raketen beschossen worden. Hunderte Kämpfer der palästinensischen Hamas sind über Land und See nach Israel vorgedrungen und liefern sich dort schwere Kämpfe mit israelischen Soldaten. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will eine Notstandsregierung mit den Oppositionsführern Yair Lapid und Benny Gantz bilden, um das Land im Krieg geeint regieren zu können. Mehrere Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt. Sie halte 50 Israelis als Geiseln, meldet die Hamas. Israel reagiert mit schweren Luftangriffen. Im Zentrum von Gaza-Stadt wurde dabei ein 14-stöckiges Hochhaus dem Erdboden gleichgemacht. In dem Haus sollen Büros der Hamas und Islamischer Dschihad gewesen sein. Nach mehreren starken Erdbeben in Afghanistan sind mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen und über 1000 verletzt. Die Behörden fürchten, dass es hunderte weitere Tote in der Provinz Herat im Westen des Landes gibt. Mindestens 8 Beben mit einer Stärke zwischen 4,6 und 6,3 erschütterten die Grenzregion nahe dem Iran innerhalb kurzer Zeit. Auch in dem Nachbarland waren die Beben zu spüren. Immer wieder kommt es zu schweren Erdbeben in der Region, wo die arabische, die indische und die eurasische Platte aufeinandertreffen. Zum dritten Mal in diesem Jahr werden die Griechinnen und Griechen an die Wahlurnen gerufen. Dieses Mal geht es um die Vertreter auf lokaler Ebene in den 13 Regionen und 332 Gemeinden. Ein politischer Test für die kürzlich wiedergewählte Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass die explodierenden Preise den Griechen am meisten Sorgen bereiten. Ihre zweite Sorge gilt mittlerweile den Naturkatastrophen im Land. Dieser Umstand könnte das Wählervotum entscheidend beeinflussen. Luxemburg bestimmt bei der Kammerwahl an diesem Sonntag die künftige Besetzung des Parlaments. Ministerpräsident Xavier Bettel von der liberalen Partei DP ist seit Dezember 2013 gemeinsam mit der Sozialdemokratischen Partei sowie den Grünen an der Macht. Der 50-Jährige strebt eine dritte Amtszeit an. Die Umfragen aber sahen zuletzt andere vorn. Demnach kann die konservative CSV, die seit 1968 jede Kammerwahl gewann, mit den meisten Stimmen rechnen, gefolgt von der Sozialdemokratischen Partei und Bettels DP. Zu den großen Wahlkampfthemen im reichsten Land der Europäischen Union gehörte die Wohnungsnot. Die Immobilienpreise sind erheblich gestiegen. Junge Menschen zieht es deshalb zum Studium oder Berufseinstieg häufig ins Ausland. In Luxemburg gilt für Menschen unter 75 Jahren Wahlpflicht. Wer keinen triftigen Grund für eine Abwesenheit vorlegen kann, muss mit einer Geldstrafe rechnen.